Alles klar. Geht's schon los oder? Ich höre das nicht mehr. Okay. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video bei ATC.tv. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und habe ich mir heute Verstärkung geholt und zwar den Dominik. Hallo Dominik. Hi, grüß dich Nils. Was machst du bei der DFS? Seit wann machst du das? Und wie kam es dazu, dass du dir heute die Zeit nimmst, mich hier zu unterstützen, um den Nachwuchs zu werben? Ja, ich bin der Dominik, ich bin 34 Jahre alt, seit ja, ziemlich genau 11 Jahren jetzt tatsächlich bei der DFS, habe vor 11 Jahren hier in der Akademie meine Ausbildung zum Flugdatenbearbeiter begonnen und ja, bin kurz danach an die Niederlassung nach Langen versetzt worden, habe da dann noch eine Weiterbildung zum Flow Controller gemacht und ja, mache den Job sehr gerne und bin ja von dir angesprochen worden, mal ein bisschen was über die Flugdatenbearbeiter zu erzählen, weil die meisten verbinden ja mit Flugsicherung immer Fluglotsen, aber es gibt ja noch ein paar mehr Ecken, die man beleuchten kann und insofern bin ich ganz froh, dass wir heute zusammenkommen. Du hast ja gerade schon gesagt, du hast vor 11 Jahren angefangen, sprich deine Bewerbung liegt ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Aber wie war das denn damals, als du dich beworben hast? Hast du das online gemacht und wenn ja, wie lief das? Und dann zum Auswahlprozess kannst du vielleicht auch direkt ein bisschen was mit erzählen. Also tatsächlich noch ganz oldschool mit Bewerbungsunterlagen einschicken und tatsächlich drauf gekommen bin ich über meinen Vater, der hatte mich angerufen, da hatte ich noch studiert in Bonn und hat mir gesagt, dass die DFS Flugdatenbearbeiter sucht. Zu dem Zeitpunkt konnte ich da noch gar nicht so viel mit anfangen. Ich wusste, was ein Fluglotse macht, aber Flugdatenbearbeiter überhaupt keine Ahnung. Und dann bin ich nach Langen gefahren, habe mir das einen Tag lang hier angeguckt, habe mich zu den Flugdatenbearbeitern gesetzt, die haben mich so ein bisschen an die Hand genommen und ja, da habe ich dann tatsächlich Blut geleckt, also fand ich schon einen sehr, sehr spannenden Job, habe mich daraufhin dann beworben und ja, habe dann meine erste Zusage bekommen und das folgte dann quasi in einem Telefoninterview, das war dann auf Englisch, hatte ich mich natürlich schön vorbereitet mit Lebenslauf und tralala und wurde dann zu ganz anderen Sachen gefragt, was ich gerne an Musik höre, wo ich meinen letzten Urlaub verbracht habe. Der zweite Teil des Prozesses war dann, dass ich eingeladen wurde an die Akademie, um da halt diverse Einstellungstests eben zu machen, das heißt also ein bisschen logisches Denken, Mathe, Multitasking-Aufgaben wurden da abgefragt und das Ganze endete dann am Schluss noch mit einem Interview und ja, dann habe ich da zum Glück die Zusage bekommen, habe mein Studium dann abgebrochen und bin dann hier nach Langen an die Akademie gezogen. Dann ging die Ausbildung los und bei uns damals, bei uns vor 2,5 Jahren war das so, dass die FDBs immer quasi den Basic-Teil der Ausbildung zusammen mit einem Lotsen, einem VK-Kurs zusammen durchlaufen haben, dass man quasi schon da den Kontakt herstellen kann und ja, vermischt wird, sich kennenlernt. War das bei euch damals auch schon so? Auf jeden Fall. Also wir hatten auch unseren Basic-Kurs mit 8 Tower-Lotsen zusammen, also waren 8 FDBs, 8 Tower-Lotsen und hatten ja so im Prinzip die gleiche Grundausbildung der Flugsicherung. Was sehr, sehr cool war, weil wie du schon sagst, ne, es ist dann, man lernt einfach auch mal so ein bisschen so die andere Seite kennen. Bei uns war es halt noch so, dass wir das Gästehaus hatten. Das war im Prinzip wie so eine riesen WG. Das heißt, man hat sich nach dem Dienst dann getroffen zum Lernen und abends ist man dann gemeinsam weggegangen, auch kursübergreifend. Also das war auf jeden Fall schon eine sehr, sehr coole, sehr schöne Zeit, die ich auch so ein bisschen vermisse, muss ich gestehen. Aber es ist halt so eine große Flugsicherungsfamilie dann da an der Akademie auf jeden Fall, ja. Ja, mega cool. Ich finde das auch super wichtig, dass man quasi von vornherein schon den Kontakt dann herstellt, weil FDBs uns lotsen, unterstützen, wo es nur geht und wir Hand in Hand zusammenarbeiten. Und deswegen ist das auf jeden Fall, wenn man die ersten 5 Monate gemeinsam dadurch läuft, eine richtig coole Sache. Nach den 5 Monaten geht es für die Tower-Lotsen ja ins ADI, also in den Tower-Simulator und bei uns halt in den Radar-Simulator im Center. Wie sieht euer weiterer Werdegang, sage ich mal, aus dann nach dem abgeschlossenen Basic-Kurs? Also wenn wir den Basic-Kurs abgeschlossen haben, dann geht es für uns weiter in den Rating-Kurs. Der besteht eigentlich so aus 2 Hauptteilen und zwar ist das dann quasi unser Hauptfach, sage ich mal, Flight Data Operations, wo es halt logischerweise in erster Linie um Flugdatenbearbeitung geht. Und ich sag mal, die Theorie nimmt dann immer mehr ab und man geht dann quasi in die Simulatorphase über. Das ist dann sehr, sehr cool. Also am Schluss macht man fast nur noch Praxis im Simulator. Das heißt, wir haben da eine eher abgespeckte Version unseres Arbeitsplatzes im Kontrollraum und haben dann da ein 1:1 Coaching. Das heißt, da sitzt dann immer ein Coach hinten dran und man fährt eben so die ersten Simulationen, bearbeitet die ersten Flugpläne.
Übt so die ersten Koordinationsgespräche untereinander. Der Coach simuliert dann auch mal so einen Fluglotsen-Dummy so ein bisschen. Und so bereitet man dann quasi die Trainees dann so peu à peu, ich sag mal, auf den Einsatz dann an eine Kontrollzentrale vor. Also die Runs werden dann immer aufwendiger und ein bisschen stressiger, sage ich mal in Anführungsstrichen, ne? So, dass man dann langsam an das Level rankommt, wo man dann hin möchte. Wie lange dauert der Teil nochmal nach dem Basic-Kurs, also bis du quasi zwischen Basic und dann ins OJT gehst? Also die ganze Akademiezeit sind knappe 7 Monate. Du sagst, ich habe es jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm, ich glaube Basic, wenn du sagst 5 Monate, dann noch ungefähr 2 Monate Simulator. Und genau, dann schließen wir das Ganze ab mit einer praktischen Abschlussprüfung, die sogenannte PAP. Gibt es auch immer sehr geile PAP-Partys danach. Und dann wird man an die Niederlassung versetzt. Also ist ja bei uns entweder Langen, Karlsruhe, Bremen oder München. Und dort geht man dann erstmal in so ein sogenanntes Pre-OJT, also so ein Pre-on-the-Job-Training. Da hat man dann nochmal so ungefähr eine Woche Unterricht, ein bisschen Luftraumkunde, schreibt dann da nochmal einen Kartentest, bekommt schon mal, sag mal, so ein bisschen die Luftraumstruktur aufgezeigt und die Flugplätze, die in seinem Zuständigkeitsbereich liegen. Und wenn man diesen Unterricht dann abgeschlossen hat, dann geht es ins echte On-the-Job-Training, wo man dann das erste Mal an Bord arbeitet, mit Live-Traffic und am wahren Leben teilnimmt, sag ich mal. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Tag On-the-Job-Training oder ist das schon... Auf jeden Fall. Also es war, du machst den Abschluss von der Akademie, du fühlst dich wie der König, du denkst, du kannst alles, du bist der Coolste. Und du kommst den ersten Tag an Bord und ich habe einfach gemerkt so, oder gedacht, so, ich kann gar nichts. Ne? Es ist alles so anders irgendwie und ganz anders, als man es irgendwie gelernt hat oder gedacht hat, dass es ist. Aber auf jeden Fall sehr spannend. Aber das weiß ich noch, wie der erste Tag war, safe. Also das war spannend. Ja, jetzt kennt, wie du schon selber gesagt hast, viele wissen, wenn sie überhaupt wissen, was die Flugsicherung macht, dann kennen sie, wenn, den Fluglotsen. Ah, das sind auch die im Tower. Center ist auch schon wieder ein bisschen weniger bekannt. Und dann kommt Flugdatenbearbeiter. Da kann sich wahrscheinlich kaum jemand, der jetzt nicht in dem Bereich tätig ist, was darunter vorstellen. Wie würdest du denn deinen Job kurz und prägnant beschreiben für jemanden, der gar keine Ahnung von Flugsicherung hat? Also kurz und knackig würde ich sagen, Flugdatenbearbeiter macht eigentlich genau das. Er bearbeitet Flugdaten und man kann sagen, dass wir in erster Linie Flugpläne korrigieren und anpassen. So, das ist so unsere Hauptaufgabe. Also man muss sich das vielleicht so vorstellen, wenn wir jetzt einen Flug haben, der bei uns nach Instrumentenflugregeln durch den Luftraum fliegen möchte, dann muss für diesen Flug vorher ein Flugplan aufgegeben werden und wir kontrollieren diesen Flugplan auf seine Richtigkeit. Was uns dabei besonders interessiert, ist das Routing, also wie möchte der Flieger bei uns durch den Luftraum fliegen. Denn man muss sich so ein bisschen vorstellen, der Himmel ist ja wie so ein Straßennetz in 3D. Und genauso wie wir halt Restriktionen hier auf den Straßen am Boden haben, mit einer 30er-Zone, einer 50er-Zone, wir haben Linien, wo nur Busse fahren dürfen, genauso haben wir Restriktionen auf den Luftfahrtstraßen. Also manche Luftfahrtstraßen sind nur in gewissen Höhen befliegbar, manche nur von bestimmten Flugzeugtypen. Wir haben Militärsperrgebiete, die für die Zeit der Aktivierung für den zivilen Luftverkehr gesperrt sind. Und wir schauen halt einfach nach all diesen Kriterien, ob der Flieger so fliegen darf, wie er das gerne möchte. Und wenn das so der Fall ist, dann geben wir das ins System ein. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann müssen wir den Flugplan anpassen. Und kurz bevor der angepasste Flugplan oder der Flieger mit dem angepassten Flugplan dann beim Lotsen einfliegt, bekommt der Lotse ja so einen kleinen Kontrollstreifen angezeigt. Und da ist dann farblich die neue Strecke hinterlegt, was dann für den Lotsen bedeutet, okay, da war der FDB am Werk, der hat eine neue Route da erarbeitet und gibt dann das wiederum in Form einer neuen Freigabe dann an den Piloten weiter. Also so kann man sich ungefähr den Hauptteil unserer Arbeit vorstellen. Ja, genau. Also es ist auch so, dass FDBs für uns Lotsen Nummer 1 Ansprechpartner eigentlich sind, wenn es irgendwie Probleme bei eben der Streckenführung gibt. Oder bei ganz, ganz banalen Dingen wie Flughöhe etc., wenn zum Beispiel andere Center, andere FIRs, andere UIRs davon betroffen sind. Und da seid ihr quasi immer unsere Nummer 1 Anlaufstelle. Manchmal sind es auch einfach simple Dinge wie, dass wir versuchen, irgendwelche Informationen weiterzuleiten in Form von unseren digitalen Streifen im PSS. Und dann aber genau das Gegenteil erzielen
und eher alles kaputt machen an Informationsfluss, als den weiterzuleiten. Und dann geht auch meistens das Telefon beim FDB und dann brauchen wir immer mal ein bisschen euren Support. Was wäre denn so ein klassisches Beispiel, sag ich mal, was du nennen könntest, wo dich jetzt ein Lotse anruft und sagt, hier, ich brauche mal da und da neue Informationen oder ich würde gerne hier und hier die Informationen verteilen an Leute, die vielleicht noch nicht haben. Also so ein Klassiker zum Beispiel ist, wenn wir irgendwie Unwetter im Luftraum haben, ja, wenn Gewitterzellen umflogen werden müssen und das nicht nur im eigenen Sektor des Lotsen, sondern, wie du dann auch schon gesagt hast, dass eben auch andere Sektoren betroffen sind, die den Flug eigentlich nicht kennen. Auch dann kommen wir wieder ins Spiel. Das heißt, der Lotse ruft uns dann an und sagt uns, dass er eben ja, über einen anderen Sektor fliegt. Und wir schreiben den Flugplan dann entsprechend so um über die neue Strecke, dass der neue Sektor auch informiert ist. Und zur Not koordinieren wir das dann auch händisch mit unserem FDB-Kollegen aus dem anderen Sektor und teilen ihm die Informationen noch mit, dass er dann auch von der anderen Unit, FIA, wie auch immer, den Flugplan dann entsprechend anpassen kann. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel einen Flug haben von München nach Frankfurt und der ist jetzt schon gestartet, ist bei uns im Luftraum und kann in Frankfurt jetzt nicht landen, weil wir da Wetter haben, weil die Piste zugeschneit ist, wie auch immer. Und der Pilot dem Lotsen dann mitteilt, dass er gerne nach Köln fliegen möchte als Ausweichlandung. Und auch das wäre so ein Punkt, wo der Lotse uns dann anrufen würde oder wir würden es vielleicht selber schon mitkriegen. Wir haben bei uns Positionen direkt zwischen den Lotsen, also wir können den Funk da auch ein bisschen mithören. Dann würden wir den Flugplan natürlich auch entsprechend anpassen, dass wir dann den Zielflughafen abändern, nach Köln, eine neue Strecke nach Köln erarbeiten, den mit dem Nachbarsektor dann koordinieren. Und diese Informationen von uns geht dann wieder weiter an den Fluglotsen und vom Fluglotsen wieder weiter an den Piloten. Ja, genau. Also ich würde sagen, das ist... Beschreibt das eigentlich ganz gut und dann halt je nachdem, ob es wegen Wetter ist oder irgendwie wegen was anderem oder wegen medizinischen Notfällen, dass der Flieger umgeleitet werden muss, ist das eigentlich das Beispiel vielfach anwendbar. Genau, jetzt zum FDB, wenn man quasi darauf kommt, was sind denn die allgemeinen Voraussetzungen? Also gibt es faktische Voraussetzungen, die man erfüllen muss? Gibt es medizinische Voraussetzungen, die man da mitbringen muss? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Also man sollte auf jeden Fall der deutschen und englischen Sprache mächtig sein und das auch sehr gut. Ansonsten zu den Eigenschaften zählt auch, dass man eine gute Merkfähigkeit mit an den Tag bringen sollte. Man sollte gut mit Zahlen umgehen können. Man muss belastbar sein, dass man auch in stressigen Situationen immer noch die richtigen Entscheidungen trifft und auch weiß zu priorisieren. Das heißt, auch Multitasking wird getestet. Es muss auch eine gewisse Bereitschaft für einen Schichtdienst da sein. Die muss man schon mitbringen, denn Flieger fliegen nun mal 24 Stunden, 7 Tage die Woche an 365 Tagen. Das heißt, wir müssen unsere Positionen auch für diesen Zeitraum besetzen. Also wir arbeiten an Weihnachten, wir arbeiten Silvester, wir arbeiten an unseren Geburtstagen. Und. Wir fangen früh an, wir arbeiten nachts. Also das sollte man schon mitbringen, da sollte man sich drauf einstellen. Ansonsten, man durchläuft auch einen medizinischen Test beim Fliegerarzt. Da wird man auch so ein bisschen auf Herz und Nieren geprüft. Aber das ist eigentlich eher halb so wild. Und dann sag ich mal, ist das alles erfüllt? Ihr habt euch beworben, dann passiert quasi das, was wir gerade durchgesprochen haben. Und dann seid ihr quasi im Endeffekt fertiger FDB. Was hat man bei der DFS, wenn man jetzt FDB wird, noch für Weiterbildungsmöglichkeiten? Das ist ja quasi nicht das Ende der Karriereleiter, in Anführungsstrichen, sage ich mal, dass du jetzt FDB bist und dann machst du das 35 Jahre lang, sondern es gibt ja noch Möglichkeiten, sich zu qualifizieren, weiterzubilden, ein bisschen, was hast du ja gerade schon angeschnitten, was du machst. Wenn du da vielleicht noch ein bisschen ins Detail gehen könntest, welche verschiedenen Zweige man dann noch belegen kann dann hinterher. Also man kann sich durchaus noch als PK, das ist der Platzkoordinator, weiterentwickeln. Das ist einer der beliebten Arbeitsplätze auf dem Tower. Das ist auch sehr, sehr cool. Leider nicht mehr auf jedem Tower, weil häufig die Position mittlerweile auch von Lotsen mitgearbeitet wird. Aber vereinzelt gibt es das noch auf den Türmen. Und der PK ist im Prinzip zuständig für die Koordination der Anlassfreigaben der Flugzeuge. Das heißt, er stimmt sich mit den jeweiligen Lotsen ab, wann er welche Flieger anlässt. Das heißt, denen die Freigabe gibt, dass sie ihre Triebwerke starten können. Er gibt ihnen dann die entsprechende Streckenfreigabe und koordiniert im Prinzip das alles mit den entsprechenden Lotsen, die dann für die Startbahn zuständig sind. Das wäre eine Option. Eine weitere Option ist der Fluginformationsservice. Das heißt, wenn man sagt, ich möchte auch unbedingt funken, ja, dann wäre das eine Option, denn da spricht man allerdings eher mit den kleinen Propellermaschinen, sage ich jetzt mal.
und ist so ein bisschen, ich sage es jetzt mal vereinfacht, so der Verkehrsfunk. Das heißt, man gibt denen so mit auf den Weg, was um sie herum passiert, wo andere Flieger sind, dass sie sich nicht gegenseitig über den Haufen fliegen, wo Kontrollzonen sind, die aktiviert sind, wo sie möglicherweise nicht durchfliegen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Und eine dritte Möglichkeit ist ja die Ausbildung zum Flow-Controller an der Flow-Management-Position. Für den Weg habe ich mich entschieden, das fand ich sehr cool. Da geht es in erster Linie darum, den Lotsen vor einer Überlastsituation zu schützen. Das heißt, ich sage jetzt mal ganz simpel, wir haben jetzt einen Sektor A mit einer Kapazität von 20 Fliegern die Stunde. Das heißt, wir haben da einen Radarlotsen und einen Co. Und die schaffen 20 Flieger in der Stunde abzuarbeiten. Und ich analysiere im Prinzip den Verkehr und schaue mir das an, was da so an Verkehr zu erwarten ist. Und wenn da jetzt mal 25 Flieger sind, dann muss ich mir halt angucken, wie komplex ist dieser Verkehr? Schaffen die zwei das vielleicht auch, weil das ein eher simpler Verkehr ist, dann auch mal 5 Flieger mehr abzuarbeiten? Oder ist es ein sehr, sehr komplexer Verkehr, dass wir da irgendwie bei Kapazitätsengpässen dann irgendwelche Lösungsvorschläge mit den Wachleitern erarbeiten? Vielleicht den Sektor dann trennen, ob noch zusätzliche Lotsen da sind, die man vielleicht ranholen könnte, um dann so die Sektorkapazität zu erhöhen. Also das wären so die drei Hauptweiterbildungszweige, sage ich mal. Ansonsten hat man noch Optionen, die Ausbildertätigkeit zu machen. Also wer Lust hat, irgendwann mal zu coachen oder auch mal als Gastlehrer an die Akademie zu gehen oder eine Prüferlizenz abzulegen. Also da gibt es schon hier und da noch Weiterbildungsmöglichkeiten, dass einem hier nicht so langweilig wird. Langweilig, glaube ich, wird es bei unserem Job auf jeden Fall nie. Wären das dann, wenn du quasi jetzt PK machst oder FIS noch machst zusätzlich, sind das Qualifikationen, die du dann stattdessen machst, oder ist es was parallel läuft zu deiner Tätigkeit im Center als FDB an den jeweiligen Niederlassungen? Das hängt ganz davon ab. Also der PK, der ist dann tatsächlich nur auf dem Tower, genau wie der FISler, also der FIS-Lotse. Der ist dann nur in seiner FIS-Kontrollzentrale, die wir auch nur hier in Langen haben. Das heißt, wenn sich in Bremen jetzt jemand auf FIS bewerben würde, dann müsste der nach Langen hier kommen. Beim FMP ist es ein bisschen anders. Das mache ich quasi parallel zu meiner FDB-Tätigkeit. Das heißt, da komme ich morgens in den Kontrollraum, schaue auf die Dienstplanung und dann kann es sein, ich bin 2 Stunden als FDB geplant, habe dann eine Pause und bin dann 1,5 Stunden auf dem FMP geplant. Also da kann ich so ein bisschen springen, was ich persönlich ganz cool finde, weil ich da auch die Abwechslung dann habe. Aber als PK bist du reiner PK und als FISler bist du reiner FISler. Jetzt hast du es gerade auch schon ein bisschen angeschnitten zum Arbeitsalltag. Du hast ja schon gesagt, dass es auch im Schichtdienst ist, auch ein 365-Tage-Job, sage ich mal. Und wenn du jetzt auf der Arbeit kommst, wie sieht ein typischer Arbeitsalltag für dich aus? Wie sieht dann deine Pausengestaltung aus, die du am Tag hast? Also geht natürlich erstmal los, ab in den Kontrollraum. Der erste Blick ist dann eben auf die Dienstplanung, wo ich dann eingesetzt werde. Und je nachdem, wir haben auch eine maximale Bordzeit, die wir nicht überschreiten dürfen. Und wenn da jetzt erstmal steht, 2 Stunden FMP, dann mache ich das. Danach habe ich dann vielleicht auch mal eine schöne Sportpause, ist auch mal ganz angenehm. Wir haben bei uns ein Sportstudio, da kannst du dann ein bisschen deine Übungen machen, kannst danach duschen. Wir haben wie so eine kleine Bücherei oben, wir haben Fernsehräume, wir haben Billardtisch, wir können Dart spielen. Also es ist schon sehr angenehm und schön gestaltete Sozialräume. Du hast Ruheräume, dass du auch mal ein bisschen die Augen zumachen kannst in deiner Pause. Ansonsten gehe ich auch bei gutem Wetter hier mal über den Campus, der ist ja auch ganz schön angelegt. Also du hast schon viele Möglichkeiten, hier deine Freizeit so zu vertreiben. Und nach der Pause schaust du halt wieder auf die Dienstplanung, dann geht es an die nächste Position. Und so springt man halt so ein bisschen von Position zu Position bis zur nächsten Pause, bis du dann hoffentlich beim Dienstschluss hast. Genau. Bei uns zumindest gibt es viele Kolleginnen und Kollegen, die zwar von vornherein wissen, dass sie im Schichtdienst arbeiten werden, aber trotzdem sich jedes Mal quälen, wenn sie irgendwie zu einer Nachtschicht müssen oder zu einem 6-Uhr-Dienst morgens hin müssen. Hast du einen präferierten Dienst? Und wie findest du generell das System Schichtdienst? Überwiegen da eher für dich Vorteile oder Nachteile, sage ich mal? Auch was Freizeitgestaltung, Familiengestaltung angeht. Also ich bin absoluter Schichtdiensttyp. Ich habe eine Zeit lang mal im Büro gearbeitet, so Montag bis Freitag, 9 to 5 ist überhaupt nicht mein Ding.
Ich habe drei Lieblingsschichten, das ist Früh-, Spät- und Nachtdienst, die mache ich so am liebsten und dann immer so ein, zwei Frühdienste, ein, zwei Spätdienste, ein, zwei Nachtdienste, so dass wenn ich zweimal früh aufgestanden bin, dass ich am dritten Tag quasi ausschlafen kann bei meinem Spätdienst und bei den Nachtdiensten schätze ich halt einfach sehr, dass du den Tag über frei hast, das ist auch immer schön, gerade im Sommer. Ansonsten, es ist so ein bisschen natürlich, man hat Vor- und Nachteile. Du kannst unter der Woche mal schön im Café in Ruhe morgens frühstücken, ja, ohne dass die Stadt so super voll ist. Du kannst deine Arzttermine unter die Woche legen, aber du musst natürlich auch mal dann arbeiten, wenn deine Kumpels irgendwie freitags oder samstags abends steil gehen und du um 9 Uhr dann sagst, alles klar, ich gehe jetzt in den Nachtdienst und das ist natürlich immer ein bisschen blöd dann, ne? Aber für mich überwiegen ganz klar Vorteile des Schichtdienstes. Also ich bin absoluter Schichtdiensttyp, ich genieße das sehr. Diese Flexibilität, die man da irgendwie hat und diese Abwechslung einfach. Also alleine die Tatsache, dass du quasi jetzt gerade Dienstzeit hast und ausgeplant werden konntest, 2 Stunden für das Gespräch hier, zeigt ja schon auf jeden Fall, dass man deutlich flexibler ist als bei manch anderen Berufen vielleicht. Was ja auch eine super coole Sache ist. Und ja, wie hast du vielleicht so ein bisschen einfach, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, die Corona-Zeit erlebt. Also bei uns zum Beispiel, ich bin ja immer noch in den letzten Zügen der Ausbildung und bei uns ist es halt super anstrengend zum Teil, das als Azubi da zu sitzen und zu wissen, dass du jetzt gerade nicht wirklich den großen Lerneffekt hast, weil halt einfach nicht viel fliegt, auch jetzt gerade mit den steigenden Zahlen und generell im Winterflugplan fliegt sowieso schon weniger. Das muss man sich da echt motivieren, dass man dann auch da ja voll motiviert und frisch an Bord sitzt und nicht da irgendwie einsackt und so ein bisschen vor sich her träumt. Finde ich persönlich sehr schwierig. Wie hast du das vor allem Anfang der Corona-Zeit erlebt? Also Anfang der Corona-Zeit, ich darf es eigentlich gar nicht laut sagen, war es eigentlich mal ganz cool, dass du nicht so viel zu tun hast, ja, weil wir doch sehr stressige Zeiten davor hatten. Da habe ich ein bisschen gefeiert, war ganz angenehm, aber irgendwann fällst du natürlich auch in so ein Loch. Das war schon sehr, sehr anstrengend, wenn du so gar nichts zu tun hast. Also ich kam teilweise auch echt schlecht gelaunt nach Hause einfach. Wenn du 8 Stunden gar nichts machst, das ist super anstrengend. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch ein Trainee und auch für den fand ich super schwierig, alles nur theoretisch durchzukauen. Es war unheimlich schwierig, ihm die Praxis nahe zu bringen, weil das muss man einfach erleben, ja, und deswegen, also verstehe ich dich da auch besonders in deiner Rolle als noch Azubi, das ist wirklich schwierig einfach, ne? Man erzählt immer von den Zeiten, wo so viel los war und irgendwann hat man die komplette Theorie durch, irgendwann bist du mit dem Privaten durch und man sitzt irgendwie an der Position und schweigt sich an. Und da eben auch noch die Motivation zu finden, das war schon sehr, sehr anstrengend. Andererseits muss ich natürlich sagen, also ne, von unserem Arbeitgeber war es genial. Wir wurden ja voll bezahlt die ganze Zeit, sind zwar ausgeplant worden, aber hatten keine finanziellen Einbußen. Und das ist natürlich was, was mich hier in der Corona-Zeit natürlich also wirklich, oder was ich hier sehr genossen habe, muss ich ganz einfach sagen. Einfach, dass ne, man hat ja sehr viel mitbekommen, wie Leute ihren Job verloren haben und. Dass wir trotz dieser Krise einfach als Angestellte hier so sicher waren und weiter bezahlt wurden, das ist natürlich schon ein großes Kino. Also das ist auf jeden Fall was ich positiv hervorheben muss. Ja, ja. Nee, das stimmt. Vor allem da hat man dann auch erst gelernt, ja wirklich, also richtig wertzuschätzen, dass man, wie dankbar man eigentlich dafür sein kann, dass man ja in dem Fall bei unserer Firma da angestellt war und eben, wie du schon sagst, auch da gut aufgefangen wurde in der Zeit. Ja, mal schauen, wie es sich jetzt entwickelt. Ich bin mal gespannt. Man kann das Beste hoffen, aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich da so ein bisschen so ein ungutes Gefühl, was jetzt die nächsten Monate angeht. Aber ja, drücken wir mal die Daumen, dass ich da falsch liege. Mein Gefühl mich täuscht. Genau, das haben wir das gerade auch so ein bisschen schon angeschnitten, mit Bezahlung etc. Wie sieht das denn aus bei der FDB-Ausbildung? Also du kriegst ja auch vom ersten Tag Ausbildung an festes Gehalt. Wie hoch ist das und wie steigert sich das im Laufe der Ausbildung dann? Also wenn du an die Akademie kommst, bekommst du am ersten Tag oder ab dem ersten Tag wirst du ja voll bezahlt und fängst da mit 1250 Euro brutto an. Dazu bekommt man noch 400 Euro Wohngeld, wenn man sich in der Nähe eine Wohnung sucht oder eine WG oder was. Da gibt es ein paar Auflagen dann zu. Das heißt, da wäre man dann bei 1650 Euro. Nach 7 Monaten kommt man ja dann schon an die Niederlassung, beginnt also mit dem Pre-OJT. Da steigt man bei 3300 Euro brutto in etwa ein.
Und wenn man dann alle Zulassungen im Center erworben hat und quasi komplett eigenverantwortlich arbeitet, voll zugelassener Flugdatenbearbeiter ist, dann startet man mit ungefähr 5.500 Euro brutto. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz gutes Einstiegsgehalt. Und da wir ja nach Tarif bezahlt werden, folgen ja dann auch peu à peu immer schon ja, weitere Gehaltserhöhungen. Ich glaube, die erste ist direkt schon nach einem Jahr oder was. Da ist man dann bei knappen 5.800 Euro. Und das ist also schon ein guter Anfang. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ihr seht, auch wenn ihr das Ganze macht, werdet ihr auch finanziell nicht zu kurz kommen. Was natürlich auch nochmal, muss man auch ganz klar sagen, einen Anreiz darstellt. Also das, viele machen das einfach aus Leidenschaft und würden es auch für deutlich weniger Geld, sag ich mal, machen. Aber quasi diese Kombination, dass man eben die Flexibilität im Schichtdienst hat, ein gutes Gehalt, mit dem man sich seine Freizeit gestalten kann und halt auch einfach einen geilen Job hat, ist, glaube ich, so für viele die perfekte Kombi. Und ist auf jeden Fall. Und genau deswegen kann ich euch auch nur empfehlen, euch zu bewerben. Vielleicht noch ein kleiner Hint, und zwar ist es bei vielen so, wenn ihr euch zum Beispiel als Lotse bewerbt oder beworben habt, dann ist es oft so, dass wenn man das Auswahlverfahren nicht bis ganz zum Ende schafft, sondern zum Beispiel, ich sag mal, im Interview scheitert, dass entweder die Leute, die das Interview führen, euch von selber fragen, hey, wir suchen aber gerade noch FDBs, hast du da eventuell Interesse dran, kannst dich bei uns melden. Ich habe aber auch schon von ein oder anderen Leuten gehört, die einfach von selber gefragt haben, wie sieht es aus mit FDB, oder die auch noch ein, zwei Jahre nach ihrem Auswahlverfahren angerufen haben. Ich habe gehört, es gibt auch die Möglichkeit, FDBs zu werden, eben weil auch diese Bewerberinnen und Bewerber den Job vielleicht gar nicht kannten und so da rein gerutscht sind. Ist das wahrscheinlich auch eine gängige Sache bei euch auf den Positionen, dass viele Leute da so reingehen. Auf jeden Fall. Also die meisten sind tatsächlich, haben sich vorher als Lotse beworben, sind dann über die Schiene quasi an den FDB gekommen. Genau wie du sagst, später nochmal angeschrieben worden oder halt dann per Initiativbewerbung einfach mal hierher geschickt und sind dann auf eine Liste gekommen. Wir haben ja auch keine Altersbegrenzung in dem Sinne. Beim Lotsen ist es ja bis zum Abschluss des 24. Lebensjahres, wenn mich nicht alles täuscht. Das haben wir zum Beispiel nicht. Also wenn man jetzt 25 und älter ist, kann man sich auch da gerne noch bewerben. Ach cool, ja, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache. Und vor allem, was ich immer ganz cool finde, das ist, wie gesagt, ein geiler Job und das kostet euch ja nichts. Also wenn ihr vor allem zum Beispiel schon ein abgeschlossenes Studium habt oder sowas und nochmal Bock auf was anderes habt, probiert es einfach, weil entweder klappt es oder es klappt nicht. Und wenn es klappt, könnt ihr halt immer noch jederzeit sagen, okay, es ist doch nicht so meins. Also wir hatten zum Beispiel eine im Kurs, die hat auch nach 2 Monaten dann aufgehört, weil sie sagte, hat sich das auch anders vorgestellt und so, ist dann natürlich schade. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die euch da eröffnet bleibt. Und deswegen kann ich euch das auf jeden Fall nahelegen. Vor allem sucht die DFS nicht nur händeringend Lotsen, sondern auch händeringend FDBs. Und von daher stehen eure Chancen ganz gut. Und wenn ihr jetzt gerade vielleicht das Video guckt und denkt, hey, ich war letztes Jahr im Interview und habe noch nie was vom FDB gehört, dann meldet euch einfach mal bei der DFS, entweder schriftlich oder telefonisch, und fragt mal nach, wie es aussieht mit Ausbildungsplätzen als FDB, weil das ist, wie gesagt, echt eine richtig coole Alternativmöglichkeit zum Job des Fluglotsen. Also ihr seht, es gibt vielseitige Möglichkeiten bei der DFS, sich hier einzubringen, nicht nur als Lotse, eben halt auch als FDB und gegebenenfalls die Weiterbildungsmöglichkeiten. Wenn ihr Interesse daran habt, dann schreibt mir gerne eine Mail oder schreibt es in die Kommentare. Die kann Dominik ja auch einsehen. Die Mails kann ich ansonsten auch gerne an Dominik weiterleiten, weil der euch da die Fragen wahrscheinlich ein bisschen spezifischer beantworten kann, als ich das kann. Und wenn ihr Fragen dann habt zum Bewerbungsprozess oder zum Job an sich, zu der Tätigkeit selber, dann immer raus damit. Seid nicht scheu, wir stehen euch da gerne Rede und Antwort. Und ja, Dominik, hast du noch ein Abschlusswort an die Leute, ein Motivationswort, sich zu bewerben? Wie du gesagt hast, also wir suchen Leute händeringend. Wenn ihr da noch nie was von gehört habt, bewerbt euch, schreibt Initiativbewerbungen. Wir brauchen dringend Leute. Es ist ein sehr, sehr cooler Job und versucht's einfach. Versuch macht klug und vielleicht sehen wir uns dann mal hier. Würde mich freuen. Und ihr könnt euch auf jeden Fall auch bei der DFS anmelden für Schnupperkurse bzw. Online-Schnupperkurse. Das ist ein Tag, wo ihr online so ein bisschen informiert werdet von FDBs, von Lotsen direkt, von Ausbildern aus der Akademie, von Azubis aber auch.
Und soweit ich weiß, machst du das auch mittlerweile, das, solche Online-Shopper-Kurse und so. Ja, vielleicht genau. Vielleicht seht ihr Dominik da vielleicht selber dann mal. Ihr könnt ihn in Fragen stellen, Fragen bombardieren. Genau, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute nochmal genommen hast. Ich muss dazu sagen, dass das unser zweiter Filmversuch war. Wir haben das letzte Woche schon mal versucht. Da hatten wir allerdings ein paar Tonprobleme und deswegen hat es heute endlich geklappt. Also vielen, vielen Dank dir. Sehr gut, sehr gut. Ja, und ihr da draußen, schreibt fleißig Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin, haltet die Ohren steif und macht's gut.